Hallo, seid gegrüßt. Heute wird das Geheimnis gelüftet, ob in dem Rotary Table ein Harmonic Drive Getriebe drin ist oder ob da 1000 kleine Zahnräder drin sind, die letztendlich die Übersetzung 1 zu 50 realisieren. Ich will euch auch nicht auf die Folter spannen lange. Nichtsdestotrotz, ich baue das jetzt nicht nur auseinander, um da reinzugucken, sondern auch, um eventuell kleine Endschalter einzubauen, die die Endlagen oder die eine Referenzierung ermöglichen, damit ich nicht immer die Achsen ausrichten muss. So, ich mache mich mal klein, da geht es gleich los und wir schauen uns mal an, was ich jetzt demontiert habe. Also im Grunde genommen habe ich jetzt mal hier diesen Motor von der C-Achse demontiert. Man sieht hier oben das Lager, gehe ich gleich noch mal drauf ein, und hier sieht man das Harmonic Drive, also sprich die Verzahnung. Wir haben hier den Innenring, der verformt wird, und den Außenring, der starr steht. Beide haben die Verzahnung. Und wenn ich jetzt mal versuche, hier den Tisch zu drehen, dann seht ihr, wie die Verzahnung hier, wie der Innenring sich verformt, beziehungsweise wie er taumelt und wie die Zähne so ineinander gehen. Jetzt hier noch alles voller Fett. Wie die Lagerung ist, das weiß ich jetzt nicht. Dazu muss ich es jetzt noch mal ein bisschen mehr demontieren. Aber ich denke, ich werde es dann Stück für Stück demontieren und dann auch noch mal ein paar Fotos zur Verfügung stellen. Jetzt im ersten Schritt war ja erstmal die Frage, sind es Harmonic Drive Getriebe? Ja, sind es. Und was ich interessant finde, also das ist ja recht starr hier drin, ja, das ist gut. Und was ich recht interessant finde, ist hier das Teil auf dem Motor, diese Baugruppe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich kann das hier so hin und her bewegen. Und da habe ich die Vermutung, dass das der Ausgleich ist, was eigentlich eine Kupplung macht, sprich die Fluchtungsfehler, weil ich kann den Motor irgendwie draufschrauben und in den Schraubenlöchern kann ich den irgendwie montieren. Und ich denke, dass hier rüber die Fluchtungsfehler ausgeglichen werden. Ansonsten würde der Motor unrund klingen beim Drehen, weil das mal schwer, mal leicht geht. Diese Taumelscheibe hier oben, man sieht es glaube ich gar nicht, deswegen messen wir einfach mal. Hier ist sozusagen unterschiedliche Durchmesser. Ich habe jetzt hier 41 mm und wenn ich hier bin, man sieht es, also ich sehe es, habe ich schon 42 und fast einen halben noch. Das sprich, dieser Ring wird auch verformt, der hier drauf ist, dieser Außenring. Und das ist das, was dann hier sozusagen dafür sorgt, dass die Zähne weiter takten. Da gibt es coole Animationen von Harmonic Drive getrieben im Internet. Das könnt ihr euch mal anschauen, wen es interessiert. Okay, für alle Interessierten, ob es so ein Getriebe oder ob das Getriebe verbaut ist, ja, ist. Es ist recht filigran, also ich glaube nicht, dass man da so viele Kräfte übertragen kann. Deswegen eher human. Ich bin auch mal gespannt, weil ich habe so ein bisschen Umkehrspiel gemerkt, wie sich das dann später mal beim Fräsen, also wenn ich einen Teil drauf bearbeite, auswirken wird. Wird sich alles zeigen. Wie gesagt, der nächste Schritt ist jetzt erstmal komplett demontieren, das Ganze auch mal ins CAD zu übernehmen, Endschalterchen reinzubauen, die ganzen Kabel zu verstecken, ein Anschlussstecker für Endschalter und die beiden Motoren, so dass es eigentlich ein Plug-and-Play-Gerät wird, was man sich mal schnell auf die Fräse stellen kann. Aber ihr seht, Harmonic Drive, coole Lösung hier mit diesem Ausgleich für dieses fehlende Verstiften von dem Motor, damit er fluchtet. Hier ist noch eine kleine Madenschraube drauf, das heißt, ich kann eigentlich hier dieses komplette Konstrukt runternehmen und würde dann auch den Sprengring sehen. Also hier muss auf jeden Fall Kugellager drin sein, wie auch immer. Wenn der Motor mal nicht mehr funktionieren sollte, kann ich den auch austauschen. Also ich tue das Konstrukt hier runterschieben und auf einen anderen Motor drauf. Dann könnte man sich auch überlegen, ob man einen kurzen Servomotor drauf baut. Einfach der Laufruhe geschuldet, ne? Weil der Schrittmotor macht natürlich immer ein bisschen Krach durch seine Schritte, auch wenn man ihn im Mikroschritt betreibt. Ein Servomotor hätte vielleicht noch den Charme, dass man den Encoder gleich nutzen kann. Auch wenn er hinter der Getriebestufe sitzt, könnte man trotzdem theoretisch die
Position mitzählen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Demontagearbeit nur vor mir. Ich glaube, ich brauche so wie so eine Art kleine Presse, weil manches ist ja echt fest. Ja, aber ich glaube, das hat euch interessiert. Welches Getriebe ist da drin? Es ist ein Harmonic Drive. Wenn das Ding jetzt noch einigermaßen cool geeignet ist zum Fräsen, wenn da die Ergebnisse gut rauskommen, denke ich, ist das eine ordentliche Alternative zum Eigenbau. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Okay, ich will das Video auch nicht in die Länge ziehen. Ich sage an der Stelle, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke an, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und dann, ja, sage ich noch, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Noch ein Dank an die Patreons, die sowas ermöglichen. Ja, und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video.